Wie befestige ich Tarp oder Zelt im Schnee? Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland, der Huck von Nordic by Nature aus Finnland hat mir eine schöne kleine Erklärung geschickt, wie man mit einem Schneeanger sein Tarp oder sein Zelt oder seine Plane im Schnee befestigen kann. Er zeigt uns jetzt gleich mit der Brustkamera gefilmt, wie er das Ganze macht. Verzeiht ein bisschen das Wackelige, manchmal rutscht auch der eigentliche Knoten etwas aus dem Bild, aber ich glaube, es ist gut zu erkennen, wie der Huck diesen Schneeanger fixiert und wie er mit seinem speziellen Knoten das löst, dass ich auch ohne diesen Schneeanger ausgraben zu müssen mein Seil an der Plane wieder ziehen kann. Schaut es euch an! Also zuerst eine Schlaufe machen, reinstecken, ja, und dann hier sichern. Ich zeig mal eben das Prinzip. Also das wird gleich alles vergraben, das bleibt draußen stehen, das kurze Ende. Und man braucht den Anker nachher, wenn der festgefroren ist, gar nicht mehr ausbuddeln, was ziemlich blöd sein kann. Sondern man zieht einfach nur an der Schnur. Und der Anker, das kann ein Stock sein, das können jetzt auch einfach ein Bündel von dünneren Stöcken sein. Wichtig ist, dass es ungefähr in der Mitte verbunden wird und einfach, dass das Ende nachher rausguckt. Jetzt gucke ich mal hier, dass die Anker da hinten habe ich schon vorbereitet. Wenn ich dann weiß, wo er hin soll. Es ist heute ziemlich warmes Wetter. Deswegen der Schnee ist sehr weich und nass. Das heißt, ich kann hier schon fast mit den Händen arbeiten. Bei richtig kaltem Wetter, wenn der Schnee trocken ist und nicht anpappt, da muss man wirklich mit den Füßen, ich zeige das mal so draufstehen, dann bleibt man ein Fuß stehen. Mit dem einen Fuß sichern, noch mehr Schnee ranholen, sichern und so weiter. Wenn ich dann fertig bin, hole ich mir hier, lass mir das Stückchen Schnur rausgucken. Ich habe jetzt hier übrigens eine 70er Kotenbahn und ich habe mir hier so Bänsel angenäht, sodass ich die 70 cm Wand einfach hochbinden kann. Und damit kann ich mein Kotenblatt auch noch verlängern bzw. auch richtig was zumachen. Dann habe ich ein geschlossenes Zelt. Ja, ich grüße schön nach Finnland, bedanke mich beim Huck für dieses nette kleine Video und euch sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Ralf von Jodeland.